Jo, ich begrüße Sie zur ersten Vorlesung von Analysis 1 im neuen Jahr. Ich glaube, also ich hatte Ihnen ja schon alles Gute gewünscht für das Jahr und wir hoffen dann auch mal, dass wir da viel Erfolg haben und uns dann auch bald mal in Präsenz sehen können. Das wäre natürlich auch sehr schön. Dann, ja, okay, eine organisatorische Sache habe ich. Wir haben ja da steht ja dann irgendwann die Klausur an und zu dieser Klausur muss man sich anmelden im Studierendenportal. Und das haben tatsächlich auch schon 29, ja, das haben auch schon 29 Leute gemacht. Und wie gesagt, Sie müssen sich bis eine Woche vor der Klausur anmelden. Melden Sie sich möglichst frühzeitig an. Sie können sich ja auch wieder abmelden. Abmeldung ist ja möglich bis einen Tag vor der Klausur. Also es ist ja so, wenn Sie den Anmeldetermin verpassen, weil bei Ihnen genau eine halbe Stunde vor dem Ende des Abmeldeterminen der Strom ausfällt oder so, dann haben Sie den verpasst. Ja, das ist ja, deswegen melden Sie sich rechtzeitig an. Wenn Sie unsicher sind, melden Sie sich trotzdem an und dann können Sie sich ja wieder abmelden. Ja, aber jemanden, der nicht angemeldet war, darf ich nicht mitschreiben lassen. Das ist auch nicht meine Entscheidung. So, und dann, was ist noch? Ach ja, es gibt natürlich auch ab und zu mal Leute, die sich angemeldet haben, die Zulassung verpasst haben. Das regeln wir ja. Also wir schreiben dann an das wie heißt das Ding? An das Prüfungsamt, dass diese Person von der Klausur abgemeldet worden, von uns aus abgemeldet wird, weil sie die Zulassung nicht erworben hat. Ja? Also da brauchen Sie, also es hat keine, Sie dürfen nicht warten mit der Anmeldung, bis sicher ist, dass Sie die Zulassung bekommen. Sie melden sich mal an. Und wie gesagt, wenn Sie die Zulassung nicht bekommen, melde ich Sie wieder ab. Und wenn, aber erst nach der Klausur, also das passiert dann mit dem Klausurergebnis. Und wenn Sie die Klausur, wenn Sie meinen, es geht ja doch nicht oder so, dann melden Sie sich wieder ab. Ja? Gut, das war das Organisatorische. Ja, wir sind jetzt, ich bleibe auf der Tafel. Wir sind jetzt thematisch, habe ich als letztes Jahr den Sinus und den Cosinus eingeführt. Und zwar indem ich indem ich den Sinus und den Cosinus über Reihen geschrieben habe. Ja, das war sozusagen der Cosinus war der reale, der Sinus war der Imaginärteil der Exponentialreihe von Ix. So, das ist natürlich was anderes, als wie man das in der Schule gemacht hat. In der Schule hat man ja so am Kreis rumgearbeitet. Wie kann man sehen, dass das dasselbe ist? Wir haben natürlich die Additionstheoreme. Die haben wir ja hergeleitet aus der Funktionalgleichung der Exponentialfunktion. Und in der Schule werden die Additionstheoreme so so grafische, geometrische Überlegungen hergeleitet. Die Additionstheoreme sind aber die gleichen. Und dann haben wir ja auch Additionstheoreme auf diese Weise haben wir auch einen Wert eine Regel für Cosinus 2x oder für Sinus 2x. Und das heißt, die kann man natürlich auch rückwärts verwenden und aus dem Sinus von x den Sinus von x halber ausrechnen. Ja, und auf diese Weise kann man, wenn man einen Wert hat, dann für alle negativen Zweierpotenzen von diesem Wert den Wert dann auch ausrechnen. Und einen Wert haben wir ja. Bei Pi halbe ist der Cosinus, unser Cosinus ist 0 bei Pi halbe und der Schulcosinus, der war auch 0 bei Pi halbe. Ja, und dann teilen wir den Winkel. Und dann setzen wir den mit dem Additionstheorem wieder zusammen und dann haben wir alle Winkel, die ein Vielfaches von 2 hoch minus n sind. Und weil die Funktionen ja stetig sind, in der Schule aus grafischen Gründen und bei uns, weil wir es bewiesen haben, haben wir dann gezeigt, dass es dasselbe ist, wenn wir dasselbe Pi haben. Ja? Aber der Wert von Pi, der ist ja bei uns definiert als das Doppelte der kleinsten Nullstelle des Cosinus. Und in der Schule ist Pi der halbe Kreisumfang. Und dass das dasselbe ist, das muss man zeigen. Aber der Kreisumfang, der ist ja ein Integral. Also solange wir nicht integrieren können, können wir diese Frage nicht angehen. Okay? Aber ich will sagen, das ist dasselbe wie in der Schule. Und ich habe das jetzt erklärt und wir können sozusagen wirklich den letzten Stein in dieses Argument machen, können wir erst in dem Augenblick, wo wir den Kreisumfang ausgerechnet haben. So, gut, das war der Zusammenhang zu, was Sie schon wissen, sozusagen. Und jetzt ist die trigonometrischen Funktionen sind natürlich schon deswegen wichtig, weil wir ja ab und zu mal ein Schwingungsphänomen modellieren wollen. Und da kommen dann eben ja der Cosinus und der Sinus dran vor. Die sind aber natürlich auch,
auch wichtig für die Polarkoordinaten. Wir rechnen ja jetzt meistens in kartesische Koordinaten. Ja, wir machen ja fast gar nichts im R2. Aber wenn wir was im R2 gemacht haben, einen Graphen hingemalt oder so, dann machen wir das in kartesische Koordinaten. Aber es geht natürlich auch in Polarkoordinaten. Und das ist jetzt noch mein vorletzter Unterpunkt in dem Teil der Vorlesung über elementare Funktionen. Und na gut, da gibt es erstmal eine Bemerkung. Das ist aber mehr Buchführung, das wissen wir ja schon. Also für alle Z aus C ist der E hoch 2 E hoch Z plus 2 Pi gleich E hoch Z. Ja, das, ja, weil der Cosinus und der reale Magnet, also, ja, weil das kriege ich ja. Soll ich das zeigen? Jetzt habe ich einmal angefangen. Wenn ich es jetzt nicht zeige, denken Sie, es wäre schwer. E hoch Z plus 2 Pi, das ist ja E hoch Z mal E hoch 2 Pi und das ist E hoch Z mal Cosinus 2 Pi plus I Sinus 2 Pi. Aber der Cosinus von 2 Pi, das ist ja dasselbe wie der Cosinus von 0. Und der Sinus von 2 Pi, das ist dasselbe wie der Sinus von 0. Also ist das E hoch Z. So, also I. Ja, und das, der andere Punkt ist, wenn ich eine reelle Nullstelle habe von E, wenn ich eine reelle 1-Stelle von E hoch Ix habe, Nullstellen hat es ja nicht, ist X aus R mit E hoch Ix gleich 1. So gilt, ja, erstmal ein X, was das tut, ist natürlich 0 und dann ist der, die Exponentialfunktion ja 2π periodisch, also x ist ein Vielfaches von 2πk, das i steht ja schon da, für ein k aus z. Ja, also das ist, dass die das alle tun, das folgt aus Teil A und dass es keine anderen gibt, da muss man dann wieder den Cosinus und den Cosinus diskutieren. Ja, das bedeutet ja, das ist eine 1-Stelle vom Cosinus und da ist eben, da wissen wir, dass die nächste, dass der Cosinus auf dem Intervall von 0 bis 2 Pi keine weiteren 1-Stellen hat, weil wir ja jetzt so, durch die Abteilung, die wir gerade besprochen haben, wissen wir ja, wie der Cosinus aussieht. So. Und jetzt das Vorbereitungslemma für die Polarkoordinaten. Oh, also wenn ich ein Z aus C habe, so existiert ein Winkel Phi, ich nenne den mal Phi, aus dem Intervall von minus Pi bis Pi. Minus Pi schließe ich aus, Pi erlaube ich. Und ein R größer gleich 0. Mit Z ist gleich E hoch, nee, R, habe ich ja vergessen, R E hoch I Phi. Ja. So, und die R und Phi heißen Polarkoordinaten. Ja, so, das, da steht, ich glaube, ich male das erstmal hin. Also wir haben hier die komplexe Ebene, bei Alt Teil Z, Imaginär Teil Z. Da können Sie natürlich auch x und y hinmalen und dann ist e hoch i phi, ist ja Cosinus phi, das Paar Cosinus, wenn Sie in der Gaußschen Ebene ist ja e hoch i phi, das Paar Cosinus phi, Sinus phi. Und das heißt, wenn Sie hier x und y schreiben, dann haben Sie auch eine Beschreibung vom R2. Also das ist eigentlich dasselbe. Ja? Also Z und R2, C und R2 ist eigentlich für unsere Zwecke hier dasselbe. Also hier habe ich jetzt so ein Z, dann habe ich hier so ein R und dann habe ich halt hier so einen Winkel. Ja? Und der Winkel, der ist zwischen, ich mache das so, dass wenn ich die minus 1 habe, dann zähle ich den Winkel von hier oben und für Werte, die in der unteren Halbebene liegen,
Da zähle ich den Winkel von hier unten. Und da kann ich natürlich auf zwei verschiedene Weisen auf die Minus, an die Minus 1 kommen. Und ich mache das aber so, dass ich, also hier ist einfach nur ein Pfeil. Das mache ich eben so, dass ich sage, okay, die Minus 1, die gehört noch da oben zu. Also, ja. So, das ist das Bild, was dazu gehört. Man sieht auch, dass hier ein bisschen Willkür ist. Ja, ich könnte ja auch hier oben bis hier unten zählen und auf dem roten Streifen nur bis da oder sowas. Ja, da habe ich Möglichkeiten. Das ist bei den Polarkoordinaten, das ist inhärent, ja, weil die Funktion, die Funktion e hoch i phi, die ist halt periodisch. Deswegen ist das phi nicht eindeutig. So, da steht jetzt ein Beweis im Skript, wie man das macht. Das ist der, sozusagen der mathematisch 100%ige Beweis. Ich mache jetzt was, was nur 5, also Sie haben das Skript ja. Und ich mache das aber jetzt nur 95%ig und zeige, wie man das halt wirklich ausrechnet. Ja. So wie ich das da mache, kann man das ja nicht wirklich ausrechnen, aber so klappt es halt. Ich male das hin und dann sieht man auch, wo ein bisschen die Beweisschwierigkeit ist. Also das erste ist natürlich R. Ach klar, das schreibe ich vielleicht gleich als das Lemma hin. Also ich beweise das sozusagen durch die folgende Bemerkung, wo ich einfach hinschreibe, was man da nehmen muss. Und male dann das nachher dann noch in das Bild rein. Ja, also wie gesagt, den Beweis lasse ich in der Form weg, aber dafür erkläre ich die Bemerkung ausführlich und das ist dann eigentlich hilfreicher. Also wenn ich z gleich 0 habe, dann ist ja klar, dann nehme ich r gleich 0 und phi ist egal. Ja, hier steht nicht, dass das eindeutig ist. Ja? Also das ist eindeutig, wenn r nicht 0 ist, aber bei r gleich 0 können Sie natürlich phi machen, wie Sie wollen. Also wenn z gleich 0 ist, brauche ich nichts machen, dann nehme ich r gleich 0. Also interessieren tut mich nur z ungleich 0. Dann ist das R, das ist ja dann der Betrag, wir wissen ja, dass der Betrag von e hoch i phi gleich 1 ist. Das heißt, das R, das muss der Betrag von z sein. Und das ist ja, das wiederhole ich jetzt nur, das ist der Realteil, die Wurzel aus dem Realteil z Quadrat plus Imaginärteil z Quadrat, also die Wurzel aus x Quadrat plus y Quadrat. So, ja, das geht ja gar nicht anders. Und dann das phi, da gibt es jetzt einen Haufen Fälle. Im Prinzip ist das natürlich immer so ein Arcus Tangens. Da muss nur ein bisschen Acht geben. Das ist der Arcus Tangens von Imaginärteil Z durch Realteil Z, wenn ich im ersten Quadranten bin. Ja, das gilt sogar im ersten oder im vierten Quadranten. Ich schreibe mal alles hin und dann male ich das auf. So, dann gibt es natürlich den Spezialfall, dass der Realteil von z gleich 0 ist. Und das der Imaginärteil von z, da bin ich auf der imaginären Achse. Und da gibt es oben und unten, der Imaginärteil von z ist größer als 0. Dann ist der Winkel Pi halbe. Ja, das können wir sofort einsehen. Ja? Wir sind ja dann hier und dann ist der Winkel da oben hoch Pi halbe. Dann ist es der Arcus Tangens von Imaginärteil z durch Realteil z. Plus Pi, falls der Realteil z kleiner als 0 ist. Und der Imaginärteil von z größer gleich 0. Und dann kann noch Folgendes passieren, der Realteil von z kann natürlich 0 sein. Hier muss ich ein bisschen quetschen. Also hier, das quetsche ich einfach nochmal hin. Realteil z kleiner 0, Imaginärteil z größer gleich 0, damit ich die beiden Fälle hier noch hinkriege. Dann gibt es ja noch den Fall, der Realteil von z ist gleich 0, aber ich bin auf der unteren Hälfte der imaginären Achse, also kleiner 0. Dann habe ich ja gesagt, ich zähle den Winkel von oben, das heißt, hier muss minus pi halbe hin. Und dann kann es noch passieren, dass der Realteil von z kleiner als 0 ist und der Imaginärteil von z auch. Dann kommt auch ein Arcus Tangens hin.
August Tangels, der steht ist immer derselbe. Aber mit den Fies muss ich ein bisschen Acht geben. Ich muss was trinken, tut mir leid. So. So, wie sieht das jetzt aus? Also erstmal, wenn ich jetzt was hinmale, das R, das ist ja der Betrag von Z, das haben wir ja schon wegdiskutiert. Also das R ist jetzt 1. Ich male hier mal den Einheitskreis hin. Ja. Passt nicht ganz hin. Also hier ist 1, hier ist i, hier ist minus 1. Und dann habe ich jetzt hier, sagen wir mal, im ersten Fall ist mein Punkt hier. So, und dann ist ja so, also das hier ist wie gesagt 1, dann habe ich, also diese Länge hat die Länge 1, hier diese Länge hat die Länge y, y ist der Imaginärteil, und das hat die Länge x, x ist der Realteil von dem z. Und dann ist ja der, und hier ist der Winkel phi. Und dann ist ja, jetzt appelliere ich an das, was hier, der Tangens von phi, der ist dann Gegenkathete durch Ankathete, also y durch x. Ja, hier brauche ich jetzt ein bisschen Schulwissen. Ja, und wenn man das Schulwissen nicht brauchen möchte, dann muss man den Beweis lesen, den ich da hingeschrieben habe. Ja, so, das ist ja, also das heißt, der Arcus-Tangens von y durch x, der ist phi. So, aber der Arcus-Tangens, wenn ich mir das angucke, ich habe den Arcus-Tangens ja letztes Mal eingeführt, das ist eine Funktion, die geht von r in das Intervall von minus pi halbe bis pi halbe. Ja, also der Graph vom Arcus-Tangens, das ist ja der hier. Also der schmiegt sich da so an, ja. Und zwar auf die Höhe Pi halbe und hier unten habe ich die Höhe minus Pi halbe. So, und das heißt, der Winkel, also diese Formel ist ja dann schon mal gut, aber die kann ja nur dann klappen, wenn das Phi auch wirklich zwischen minus Pi halbe und Pi halbe liegt. Weil der Arcus-Tangens, der kann nur nach minus Pi halbe und Pi halbe rein. Kann nicht anders. Und das heißt, für die Winkel zwischen minus Pi halbe und Pi halbe, da kommt dann schon mal das Richtige raus. Ja, und das ist der Fall Realteil z größer 0. Ja, wenn Realteil z nämlich kleiner als 0 ist, dann ist der Winkel entweder zwischen Pi halbe und Pi oder zwischen minus Pi halbe und minus Pi. Also jetzt mache ich mal hier, ich will das jetzt nicht alles in dasselbe Bild malen. Jetzt bin ich hier, ja, hier ist mein z, dann ist ja, also für dieses z, also jetzt ist ja der Realteil von z kleiner als 0 und der Imaginärteil von z ist größer als 0 und das Phi, was dann rauskommt, das liegt ja dann zwischen minus, kann ich hier auch größer gleich 0 sein, dann, na egal, das Phi, was dann rauskommt, das ist positiv, also mindestens 0. Und zwar echt, und aber höchstens Pi. Ja, und das kann der Arcus-Tangens eben nicht, aber das Bild ist im Prinzip das gleiche. Also hier ist mein Y und hier ist mein X, jetzt mit Vorzeichen, ja, X ist kleiner als 0. Y ist größer als 0, ja, und der Arcus, und dann ist immer noch der Tangens von Phi ist y durch x, das bleibt richtig. Aber es ist eben, phi ist dann der Arcus-Tangens von y durch x, und das ist eben falsch, was jetzt hier steht, ja? Und ich muss dieses, weil der Arcus-Tangens von y durch x, der ist hier. Also das nenne ich jetzt hier mal Theta. Also Theta ist tatsächlich da, hier kommt noch was, gell?
Ja, da kommt eben das plus Pi, was ich da oben hingeschrieben habe. Und Theta, sage ich jetzt, das ist der Arkustangel, wirklich der Arkustangel jetzt von y durch x. Der ist eben hier. Denn der Arkustangens ist ja zwischen minus Pi halbe und Pi halbe wegen dieser Definition und wegen des Graphen, den ich da oben hier gemalt habe. Deswegen ist der Arkustangens ist hier. Das ist aber der Wert, der genau gespiegelte Wert. Und das Spiegeln kriege ich, indem ich das Pi dazu kriege. Ja? Und wenn ich hier unten bin, dann ist der Arkustangens hier oben und ich muss das Pi abziehen. Ja? Deswegen habe ich jetzt also alle fünf Fälle, die da oben stehen, erklärt. Ja? Und so muss man sich das auch merken, wenn man so einen Arkustangens ausrechnen will, wenn man so die Polarkoordinaten ausrechnen will. Das ist eben nicht der Arkustangens, sondern je nachdem, wo man ist, muss man noch ein Pi dazuziehen oder abzählen. Und da gibt es auch tatsächlich, wenn Sie da, ich lese jetzt auch gleichzeitig die computergestützte Mathematik zur Analysis, da haben wir das Thema auch. Da gibt es dann tatsächlich in der Programmiersprache mittlerweile so eine Funktion a-tang 2, die halt ihren Wert zwischen minus Pi und Pi hat und die dann tatsächlich dann diese Fallunterscheidung schon eingebaut hat. Es nützt Ihnen aber nichts, weil Sie jetzt ja erstmal von Hand rechnen. So, ja, das waren die, ich glaube, das, ja. Ja, ne, da kommt noch was. Ne, da kommen noch zwei Sachen, gell? Also das erste ist, das ist das eine Bemerkung? Ja, das ist, also die Bemerkung, also das ist die Aussage der Bemerkung und das hier ist sozusagen der Beweis der Bemerkung. Und dann hat die Bemerkung noch einen Teil B. Das Bild x von C. Ja, das ist das Bild der Exponentialfunktion. Das sind alle Zahlen, die ich in der Form e hoch z schreiben kann. Und da ich ja hier gesehen habe, dass ich das... okay, ja, ich will nochmal hier zurück. Jetzt müssen wir leider nochmal zurückblenden. Das weiß ich ja, dass das geht, ja. Und dieses R, das ist ja, wenn ich das jetzt nochmal umschreibe, dann ist das ja e hoch Logarithmus R plus i phi. Aber das geht natürlich nur dann, wenn es einen Logarithmus von R gibt. Ja, also das ist der e hoch der Logarithmus von R plus i phi, falls R nicht 0 ist. Falls R gleich 0 ist, gibt es eben keinen Logarithmus. Ja, und das heißt, ich kriege alle Zahlen z, die nicht die 0 sind, als in der Form e hoch z. So, und das schreibe ich jetzt hier drüben nochmal kurz hin. E hoch z ist gleich c, e hoch c ist gleich c ohne die 0. Ich kriege alle komplexen Zahlen bis auf die 0 als durch Anwendung der Exponentialfunktion auf irgendwas. Jo, so, das waren die Polarkoordinaten. Die werden uns in der, ich wische erstmal drüben. Die werden uns in der natürlich beschäftigen, weil es ja ganz viele Situationen gibt, wo die Polarkoordinaten eine geschickte Methode sind, damit zu arbeiten. Also die bleiben uns erhalten und wir gewöhnen uns da auch langsam dran. Wenn Sie an irgendeinem Problem arbeiten, was radialsymmetrisch ist, dann ist das natürlich besser, man macht das in Polarkoordinaten. So, dann kommt noch was, das ist mehr so ein Sprachpunkt, die sogenannten Landau-Symbole. Das sind keine Funktionen. Die sieht man aber sehr oft, die werden auch geschrieben wie Funktionen. Weil das halt bequem ist. So, und das ist nämlich, ich gebe die Definition. Also man schreibt, es gibt zwei Lambda-Symbole, das kleine O und das große O. F von x gleich, das ist ein kleines o von g von x, wenn x sich am Punkt a annähert, meistens ist a unendlich, aber das ist bei der Definition nicht eingebaut. Ja, wenn f von x ist gleich klein o von g von x, wie gesagt, das ist ein kleines o, falls der Grenzwert
für x gegen a von f von x durch g von x gleich 0 ist. Ja, das ist eine, also einerseits ist das eine Grenzwertaussage und wir können natürlich diesen Grenzwert auch so hinschreiben. Da gibt es noch keinen Grund für klein o. Aber das hier, wenn wir das so hinschreiben, dann verstehen wir das mehr als Wachstumsaussage. Ja? Sagen wir, a wäre unendlich. Ja? Dann bedeutet das ja, dass g wächst schneller als das f, weil der Quotient gegen 0 geht. Ja? Und wenn ich sozusagen über diese Wachstumsaussagen nachdenke, dann ist das die Formulierung, die griffigere Formulierung. So, und vor allem gibt es immer das große O. Man sieht das große O auch viel öfter. Man schreibt, ja, aber das ist eben auch schon eine Wachstumsaussage. Und das große O ist dann auch eine. F von x ist gleich groß O, das ist jetzt ein großes O, keine 0, von g von x. Auch für x gegen a, falls dieser Quotient f durch g, ja, diese Funktionen, die sollten vielleicht hier unten, ja, das ist jedes Mal, überlege ich mir, ob ich da jetzt Beträge setze oder nicht. Ich glaube, man macht das hier eigentlich, wenn f und g beides positive Funktionen größer gleich 0 sind. Falls f, g größer 0, man macht das meistens für Beträge von irgendwas. Ja? Und der Quotient f durch g in einer Umgebung von a beschränkt ist. Was in der Umgebung ist, erkläre ich gleich, aber das ist ja schon das, was man sich denkt. Ja? Also das bedeutet, oben habe ich ja gesagt, klein o bedeutet, dass f ist wirklich, wächst langsamer als das g, weil der Quotient gegen 0 geht. Und hier heißt es, dass f wächst jedenfalls nicht schneller als das g. Ja? Also ja, das ist wieder eine Wachstumsaussage. Ja? Das g, das hat irgendwie ein Wachstum und das f hat jedenfalls kein schlimmeres Wachstum. Ich schreibe jetzt noch hin, was Umgebung ist und dann schreibe ich noch mal hin, was das im Fall a gleich unendlich bedeutet, weil das mit der Umgebung dann immer noch so ein bisschen ja. Also der Umgebungswurf ist natürlich, wenn ich jetzt analytisch denke, weil ein Analytiker, das ist ja auch so, der denkt ja topologisch und der denkt halt in Umgebungen, ist das die richtige Methode. Aber wenn Sie jetzt wirklich nur in Wachstum denken, dann möchten Sie das vielleicht nochmal anders hingeschrieben bekommen und das mache ich dann auch. So, also wenn a aus r ist, also eine endliche Zahl, dann ist Umgebungen in dem Sinne sind Intervalle der Form a minus Epsilon a plus Epsilon. Ja, also das Epsilon ist natürlich größer als 0, also es geht so ein kleines bisschen nach links, ein kleines bisschen nach rechts. Und wenn a gleich unendlich ist, dann ist eine Umgebung, sind Intervalle der Form, ja, jetzt unendlich, die müssen halt, also hinten ist klar, ja, das ist ja unendlich, muss also bei unendlich aufhören. Und hier vorne muss ich halt was hinschreiben, was in der Nähe von unendlich ist, und das ist halt eine große Zahl. Und wenn Epsilon klein ist, dann ist 1 durch Epsilon eine große Zahl. Ja, und wenn a gleich minus unendlich ist, dann ist eine Umgebung von a von der Form minus unendlich bis minus 1 durch Epsilon. So, und das bedeutet, also f
gleich Groß O von G von X gleich Groß O von G von X für X gegen unendlich. Falls, na gut, also diese T ist größer gleich 0, das lassen wir einfach mal so. Es existiert ein, es existieren C1, C2 größer 0, sodass für alle X größer als das C1, das C1 ist halt die Umgebung, die C sind jetzt groß, für alle X größer als C1, das ist die Umgebung, gilt F von X ist kleiner gleich C2 G von X. Ja, und das, hier sieht man wirklich, dass da ein Wachstum steht. Und Sie werden das in der, wenn Sie in der Informatik sind, werden Sie das, diese Definition auch sehen. Vielleicht machen die das mit den Beträgen anders oder so. Also ich habe jetzt ja gesagt, F und G sind größer gleich 0. Man kann natürlich auch sagen, F und G sind egal und da muss man in diese Formel noch Beträge reinschreiben. Ja, aber da kommt ja dann im Prinzip das Gleiche raus. Ja, und also zum Beispiel, ja, braucht wieder Platz. Also ein Thema ist ja, in der Informatik ist ja, wie komplex ist so ein Algorithmus? Und das drücken die üblicherweise auch in dieser Landau-Schreibweise aus. Ja? Und da möchte ich nochmal kurz drauf, ganz kurz einen Abstecher machen. Ich nehme natürlich, also hier geht es nur um die Schreibweise. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendein Algorithmus irgendeine bestimmte Komplexität hat. Ja? Dafür haben Sie ja Spezialvorlesungen dann. Aber jedenfalls, sagen wir mal, also so ein Algorithmus, der irgendwelche Daten abbildet nach F von den Daten, der hat polynomielle Laufzeit wenn, also was ist die Laufzeit, da haben Sie bestimmt auch dann schöne Zeichen für, ich schreibe das aber jetzt einfach mal so hin, die Laufzeit ist Groß O von n muss ich noch erklären, n ist die Komplexität der Daten, das ist natürlich dann vom Problem abhängig, wie Sie das machen, wie Sie die messen, wobei im Wesentlichen läuft diese Komplexität der Daten ja häufig auf dasselbe hinaus. Ja? Diese Daten, die müssen Sie irgendwie abspeichern. Ja? Und dann gucken Sie, wie viel Byte Sie brauchen, um die Daten abzuspeichern. Das ist dann die Komplexität im einfachsten Fall. Ja? Und, das ist dann Groß O von n hoch k für ein k in den natürlichen Zahlen. Ja? Also so ein n hoch k, das ist ja ein jedes Polynom hat einen Leitterm von der Form n hoch k und die Ordnung, das Groß O, das hängt ja nur von dem Leitterm von dem Polynom ab. Deswegen reicht es, muss man hier kein wirkliches Polynom mitschreiben, sondern nur den führenden Term. Und der Leitkoeffizient, den brauchen wir auch nicht, der wird ja durch das Groß O ausgedrückt. Und und polynomiell heißt, es gibt irgendein Polynom, das heißt, wie groß das k ist, das wissen wir nicht. Ja? Also das ist dann, wenn der eine polynomielle Laufzeit hat, dann bedeutet das dieses. Okay, also nachweisen, dass irgendwas polynomiell, das können Sie nachweisen, indem Sie den Algorithmus angeben und dann sorgfältig untersuchen. Schwierig sind immer die Fragen, wo man dann behauptet, die Laufzeit ist mindestens so und so. Ja, das ist ganz schwer. Okay, jetzt mache ich auch noch zwei mathematische Beispiele. A für alle n aus n gilt x hoch n ist gleich klein o, das ist ein kleines, von x von x, wenn x gegen unendlich geht. Das haben wir schon gezeigt, ja, dass der Quotient von e hoch x durch x hoch n, von x hoch n durch e hoch x gegen 0 geht. Das habe ich schon gezeigt. Ja, und ich schreibe das jetzt nur mal so hin in dieser Form. B habe ich auch schon gezeigt.
Der Betrag vom Logarithmus x, der ist klein o von 1 durch x für x gegen 0. Das habe ich auch schon gezeigt. Und c, das habe ich nicht gezeigt, was trivial ist, der Cosinus von x, der ist groß O von 1, wenn x gegen unendlich geht. Hier wissen wir natürlich in Wirklichkeit sogar noch mehr. Wir wissen, der ist kleiner gleich 1. Ja. Also da ist dieses groß O. Da wird wirklich, wenn ich das so hinschreibe, wird Informationen vergessen, die ich eigentlich habe. Ja. Weil groß O von 1 würde ja auch heißen, wäre auch erfüllt, wenn der immer kleiner als 17 wäre. So, also das sind... Also hier bei dem Beispiel geht es nur darum, dass ich Sachen, die ich schon bewiesen habe, nochmal anders ausdrücke. Und bei dem anderen Beispiel, was jetzt kommt, da will ich auch was rechnen. Oh, wir sind schon wieder kurz vor der Pause. Ja, ich glaube, das mache ich aber vor der Pause. Weil danach bin ich dann mit dem Abschnitt über elementare Funktionen fertig. Mache ich den Themenwechsel besser über die Pause. So. Hier wird jetzt wirklich, da müssen wir gleich, hier muss ich die Kleinigkeit beweisen. Also Pi halbe minus Arcus Tangens x, das ist groß O von 1 durch x für x gegen unendlich. Und dann die andere Formel, sozusagen die Umkehrformel, die muss ja dann nicht automatisch gelten, die ist extra zu beweisen. 1 durch x ist groß O von Pi halbe minus Arcus Tangens x. Ah, das ist tatsächlich schon eine echt analytische Approximationsaussage. Also ich habe ja hier dieses Pi halbe und der Arcus Tangens, ich male da nur die rechte Hälfte hin, der geht ja hier so hoch und dann schmiegt er sich da an. So, der wird ja nie Pi halbe. Aber dieser Abstand zwischen dem Arcus Tangens und dem Pi halbe, wie groß ist denn der? Ja? Und der ist ein Vielfaches von 1 durch x. Ja, das sagt wirklich ja was darüber, wie schnell oder nicht so schnell schmiegt sich das da an. Und das schmiegt sich halt mit 1 durch x an. Und zwar hier oben steht mindestens so gut wie 1 durch x und hier unten steht tatsächlich besser. So, ich beweise nur den ersten Teil. Ja, also wie gesagt, das sagt, wie schmiegt sich das da an. Ja, das ist eben... Wenn man jetzt das werten möchte, das ist nur mittelgut. Ja? Weil 1 durch x ist natürlich gut, klein, wenn es so rausgeht, aber es könnte natürlich auch 1 durch x Quadrat sein. Das wäre viel besser. Also das ist eine Aussage, schmiegt sich an, geht aber besser. Also, was müssen wir machen? Zu zeigen, es gibt ein c größer 0 und ein epsilon größer 0, sodass für alle x größer gleich oder echt größer, egal, 1 durch Epsilon gilt, dieses Pi halbe minus Arcus Tangens x. Positiv ist das von selber, der Arcus Tangens ist ja nie größer als Pi halbe. Das ist kleiner gleich c durch x. Ja, also dieses groß O heißt ja eben, hier kann ich eine Konstante reinschreiben. So, jetzt rechnen wir kurz, einmal kurz schmerzhaft rechnen. Also x, wenn ich x größer als 2 habe, hier erlaube ich ja sowieso nur große x, also schon mal einmal x größer als 2. Dann weiß ich, 2 durch x ist kleiner gleich, ja, das ist da kleiner gleich 1. Und 1 ist kleiner als Wurzel 12. Und die Wurzel 12 brauche ich, weil ich gleich diese Abschätzung über den Cosinus und den Sinus, die ich mal gemacht habe, als ich den Cosinus und Sinus eingeführt habe, die brauche ich gleich. Und da steht eine Wurzel 12 drin. Und ich habe das deswegen auch dahin geschrieben, damit Sie das wiedererkennen. Und daher, okay, der Tangens von Pi halbe minus 2 durch x, ich schätze den Tangens ab und mache danach, wende dann zum Schluss die Umkehrabbildung darauf an. Ja, deswegen rechne ich hier mit dem Tangens rum. Und der Tangens
Das ist ja der Sinus durch den Cosinus. Das ist Sinus Pi halber minus 2x minus 2 durch x geteilt durch Cosinus Pi halber minus 2 durch x. Da wird nur der Tangens ausgerechnet. Da darf ich mich nur nicht verschreiben. Jetzt ist ja der Sinus und der Cosinus, da haben wir ja diese Additionstheorem und der Sinus geht durch Addition von Pi halber in Cosinus über und umgekehrt. Man muss nur auf das Vorzeichen achten. Das habe ich jetzt aber erledigt. Also aus dem Sinus wird ein Cosinus, also Cosinus von 2 durch x. Und aus dem Cosinus wird ein Sinus. Und man muss dann die Vorzeichen noch nachgucken, in dem, wo ich das gemacht habe. Das stimmt hier aber. So, jetzt ist das kleiner gleich. Also der Cosinus von 2 durch x, der ist kleiner gleich 1, weil der Cosinus immer kleiner gleich 1 ist. Und hier unten, da brauche ich eine Nummer aus der Vorlesung, wo ich vergessen habe, die jetzt rauszusuchen. Ja, aber ich habe ja so eine Abschätzung gemacht, wo ich den Cosinus x zwischen, ja, wo ich die, also ich habe ja eine Stelle gehabt, wo ich den Sinus und den Cosinus in die Reihe entwickelt habe. Dann ist die Reihe ja eine, die Reihe erfüllt das Leibniz-Kriterium und dann kann ich halt da Abschätzungen für den Sinus und den Cosinus machen. Die Cosinus-Abschätzung, die ich da gemacht habe, die war auch viel besser als das, aber da reicht mir eben jetzt die 1. Aber bei der Sinusabschätzung, da brauche ich tatsächlich die ersten beiden Terme. Das ist ein Sechstel 2 durch x hoch 3. Das ist die Abschätzung, die ich damals gemacht habe. Und das forme ich jetzt um. Multipliziere ich das eine von den x und multipliziere ich hoch. Dann steht da 2 minus, eine 2 kann ich kürzen, dann bleibt hier ein Drittel übrig. 4 Drittel und hier steht ein x hoch 3, x hoch 2, also ich habe nur ein x nach oben gebracht und das ist kleiner gleich x, weil das x hoch 2, das ist ja höchstens 4 und dann kürze ich also diese 4 weg und dann bleibt also hier unten, der Nenner ist mindestens 2 minus ein Drittel und das ist ja mehr als 1, also deswegen ist das kleiner gleich x. Also hier brauche ich, dass x größer gleich 2 ist. So, und wenn ich das habe, dann wende ich den Arctangens Tangens an. Arctang anwenden. Ja, und der Arctangens Tangens ist ja monoton. Das heißt, dann kriege ich raus, Arctangens Tangens von Tangens ist Pi halber minus 2 durch x. Das ist die linke Seite meiner Formel. Ja, Pi halber minus 2, ja, das hilft allen nichts. Wenn ich es am Anfang muss ich auch richtig machen. Ja? Das viele Kopfrechnen ist, glaube ich, gar nicht gut. So, wir sind in einem Bereich, wo der Arctangens ist monoton wachsend, deswegen kann ich den jetzt anwenden und kriege da wieder eine Ungleichung. Das gibt also dann Pi halber minus 2 durch x ist kleiner gleich Arctangens x. Und dann bringe ich den Arctangens auf die andere Seite. Pi halber minus Arctangens x ist kleiner gleich 2 durch x. So, ich habe also eine konkrete Zahl c rausbekommen, nämlich 2. Also das wollte ich ja zeigen. Und die andere Richtung, die gebe ich als Übungsaufgabe. Okay, also so, ja, das ist schon ein ordentliches Stück Analysis hier, dass man diese Abschätzung macht. Okay, gut, dann machen wir jetzt mal Pause. Sind Fragen aufgetaucht? Nee? Gut. Ja, wir machen jetzt kurz 5 Minuten Pause und wenn dann Fragen aufgelaufen sind, dann sage ich da was zu.
habe mich jetzt wieder unmuted, also bin wieder da. Frage ist gekommen nach einer Probeklausur. Ja, ich verstehe die Frage. Es gibt aber keine Probeklausur. Also bei mir ist das so, dass ich die Klausuraufgaben doch sehr relativ nah an den Übungsaufgaben habe. Es gibt Kollegen, bei denen ist das anders. Bei denen ist die Notwendigkeit einer Probeklausur höher. So. Dann gibt es noch zwei technische Punkte. Der eine ist, es gibt ja nur so und so viele nette Aufgaben. Die will ich ja nicht schon in der Probeklausur raushauen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, wenn Sie die Probeklausur, wir könnten die Probeklausur nicht korrigieren, weil wir einfach das ist einfach ein riesiger Aufwand. Und wenn wir die Probeklausur nicht korrigieren lassen, sondern die selber korrigieren, dann hängt es ja schwer davon ab, wie viel Selbstkontrolle Sie haben. Also das ist in Mathe nicht ganz so schlimm, aber in der Mathe für Biologen, wo ich das habe, da mache ich auch keine Probeklausur. Aber da kommt es dann vor, dass die Leute aus der Klausur rausgehen und die haben wirklich ganz mit... Na, egal. Nee, ich glaube, das erzähle ich jetzt nicht. Also, ist ja so. Zu Mathe gehören verschiedene Dinge, ja? Das eine ist, man muss wissen, was man tut. Und das zweite ist, man muss ja auch selber die Selbstkontrolle oder die Selbstkritik haben, erkennen zu können, dass das was möglicherweise nicht richtig ist, was man sich da überlegt hat, ja? Und der zweite Teil ist natürlich auch total wichtig, weil nur dann kann ich ja nochmal drauf gucken und erkennen, haben wir diesen Satz, den ich hier benutze, überhaupt bewiesen? Ist der, ja, vielleicht ist der gar nicht richtig und vielleicht soll ich das ganz anders machen. Ja? Das können Sie ja nur, wenn Sie mit ein bisschen Selbstkritik drauf gucken. Und die Leute, denen das fehlt, die sind nach der Probeklausur selbst, nach der selbstkorrigierten Probeklausur natürlich total happy. Aber zu Unrecht. Also egal, also aus verschiedenen Gründen kann ich eine Probe, gibt's. Es geht einfach nicht. Ja. So, dann, also ich sehe für mich die Möglichkeit nicht. Es ist auch so, wir kommen ja mit dem Stoff so gerade eben hin. Ich will ja, also es gibt ja ein Modulhandbuch und das, was da drin steht, das muss ich auch gemacht haben. Sonst haben Sie ja, naja, sonst kriegen Sie später raus Schwierigkeiten. Ja. Und das schaffe ich auch. Ja. Ich bin jetzt, ja, manche meinen, ich sei schnell. Es ist natürlich auch richtig, aber ich muss jetzt nicht hetzen, aber. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ach hier diese Doppelstunde, die nehmen wir mal für was anderes. Gut, wir sind nämlich jetzt, nachdem der Weihnachtsmann schon da war, kommen wir nämlich endlich zum Begriff der Differenzierbarkeit. Da hätten Sie sicher gedacht, dass der viel früher kommt. So, das Erste ist, differenzieren möchte ich nur über offenen Intervallen. Also sage ich jetzt, was eine offene Menge ist. Ich möchte nur über offenen Mengen differenzieren. Was ein offenes Intervall ist, haben wir schon gesagt. Aber was eine offene Menge ist, das definiere ich mal kurz. Also D in R heißt offen. Wenn D Vereinigung offener Intervalle ist. Also die Vereinigung kann auch, das kann auch unendlich viele sein, ja. Und das habe ich jetzt hier hingeschrieben und gut ist. Weil also in der Regel reicht es da mit einem offenen Intervall zu arbeiten oder höchstens mal mit zwei offenen Intervallen oder sowas, das reicht. Der Begriff offen und abgeschlossen und so, das wird da nochmal eine Rolle spielen am Anfang der Analysis 2. Da mache ich das dann richtig. Also das hier ist zwar die korrekte Definition in der Situation, wo ich hier bin, aber da versteht man nicht, warum man das nochmal extra macht, weil das offene Intervall, das haben wir ja. Ja? Und in der Analysis 2, da ist es ja dann mehrdimensional, da gibt es vielleicht wirklich was nachzudenken und das machen wir dann auch erst dann. So, noch eine Definition, nämlich der Differenzenquotient. Also D in R ist offen. F von D nach R eine Funktion. Und ich habe einen Punkt aus D. Falls
der Grenzwert der Differenzquotienten existiert, den schreibe ich jetzt hier hin, liebes x gegen x0, f von x minus f von x0 geteilt durch x minus x0 existiert und den nenne ich jetzt mal f' von x0, der heißt eben so. Also falls der existiert, und zwar richtig, also als im Sinne von Grenzwert existiert, nicht im Sinne dieser Funktion konvergiert gegen unendlich Erweiterung des Grenzwertbegriffs, die ich letzte Stunde gemacht habe. Ja? Also der muss richtig als Zahl existieren. Dann heißt f in x0 differenzierbar. Dann ist f in x0 so, und ja, damit das geht, muss man ja sowohl von links als auch von rechts an das x0 rankommen. Und damit da überhaupt Platz ist, verlange ich, dass das d offen ist. Ja, ich mache jetzt keine, erstmal nicht links- oder rechtsseitige Ableitung, sondern immer nur richtige Ableitung. Also ich komme von links ran, gucke auf den Differenzquotienten, ich komme von rechts an, gucke auf den Differenzquotienten und insgesamt muss das konvergieren. Also auch für Folgen, wo ich ein bisschen von links komme, dann ein paar Schritte von rechts, dann wieder ein paar Schritte von links und so. Ja, also das, damit ich von beiden Seiten gucken kann, erwarte ich halt, dass das D offen ist. So, da könnte man in, ja, gut, ja, f' heißt Ableitung von f' von x0, das ist dann die Ableitung, heißt Ableitung von f in x0. Und wenn das f in jedem Punkt differenzierbar ist, dann heißt es eben differenzierbar. Wenn f, also ich habe ja hier erklärt, differenzierbar in x0, müsste ich vielleicht so unterstreichen, wenn f in jedem x0 aus d, d ist ja der Definitionsbereich von f, in jedem Punkt x0 aus d differenzierbar ist, dann heißt f differenzierbar, ohne dass ich da noch ein in dazu sage. Ja. Gut. Und jetzt rede ich schon noch über links- und rechtsseitige Ableitungen, aber das möchte ich so ein bisschen, also das, da bin ich nicht glücklich mit. Falls der Limes jetzt die gleiche Konstruktion, f von x minus f von x0 durch x minus x0, also der gleiche Differenzenquotient, und das x geht natürlich auch wieder gegen x0, aber jetzt verlange ich, dass das x größer als x0 ist, existiert, so bezeichnet man ihn als rechtsseitige Ableitung. So ist er die rechtsseitige Ableitung. Also dito dann die linksseitige Ableitung. Ja, und dann kann man halt von den Sätzen, die ich jetzt mache, dann auch immer noch Sätze für rechts- und linksseitig machen und sowas. Das finde ich aber nicht besonders spaßig, weil eigentlich ist ja das Spaß, also, okay, Anna 1 ist natürlich schon ein interessantes Gebiet, aber wir kommen ja dann in der Analysis 2 dann ins Mehrdimensionale. Und da gibt es eben kein Links und Rechts. Ja, da gibt es alle möglichen Richtungen. Und das ist ja vielleicht auch 25-dimensional. Also dann, wir könnten ja vielleicht von oben und unten reden, aber wenn Sie mal 25 Dimensionen haben, da können Sie gar nichts mehr reden. Ja? Und da macht man das dann eigentlich nur noch auf offenen Mengen. Ja? Und wenn ich das da mit offenen Mengen mache, dann rede ich hier auch nur noch ganz wenig über rechtsseitige und linksseitige Ableitungen. So, genau.
Ich habe hier ein Skript geschrieben, im Tutorial machen wir, dass die dritte Wurzel aus x in 0 nicht differenzierbar ist. Ich denke, dass Herr Braukopf das auch liest, sonst können Sie ihn ja mal fragen. Das kann er aus dem Stand. So, und Schreibweisen. Also dann schreibe ich, ich schreibe ja f' von x0, das ist jetzt sozusagen die offizielle Schreibweise. Dann schreibt man aber auch gerne df nach dx0, das ist der Leibniz-Kalkül. Da wird man auch, wir werden auch im Laufe der Vorlesung sehen, warum das wirklich nützlich ist, den Leibniz-Kalkül zu verwenden. Und dann manchmal schreiben die Physiker auch f. F. von x0. Also hier, ja, hier muss natürlich dann auch noch ein x0 dran, weil ich links ein x0 habe. Ja? F. Die Physiker machen das, ja, die sind, das ist natürlich schon subtil. Das machen die nur dann, wenn x eine Zeitvariable ist. Ja? Weil das dann sozusagen die momentane Geschwindigkeit oder was immer an dem Zeitpunkt ist. Ja, das ist jetzt kein Joke. Also der Punkt bezieht sich darauf, wenn man in einem Zeitpunkt differenziert. Und die räumlichen Ableitungen, die schreiben die Physiker dann halt weiterhin als df nach dx. Ja, das, genau so muss das sein. Df nach dx an der Stelle x0. Sorry, das war falsch. Also df nach dx an der Stelle x0. Hier keine 0. Ja? Und die Physiker halten das auseinander. Der Mathematiker, für den ist natürlich alles egal. Also wenn er da im vierdimensionalen Raum ist, ist ihm das egal, ob die vierte Dimension die Zeit ist oder irgendwas anderes. Ja, die Formeln sind ja alle die gleichen. Die Bedeutung, ja, die Zeit ist ja halt nur eine Frage der Interpretation meiner Variablen. So, und ja, deswegen machen die Physiker da manchmal einen Punkt drauf. Und ich mache das am Ende auch, wenn ich Differentialgleichungen habe, weil die Differentialgleichungen kommen ja häufig mal aus der Physik und dann mache ich das auch ab und zu mal mit einem Punkt. Das haben wir aber erst in Anhang 2. So, dann ist eine, ich rechne auch nachher Differenzierbarkeiten aus und da hilft der folgende Satz, der dann auch einen kleinen Ausblick auf die Anhang 2 schon mal gibt. Also ich habe in D in R offen. Ich habe eine Funktion von D nach R und ich habe einen Punkt D. So, dann möchte ich die Differenzierbarkeit charakterisieren. Natürlich ist das mit dem Grenzwert des Differenzquotienten, das ist schon eine super Definition, da muss man, damit kann man schon wunderbar arbeiten, aber manchmal ist es auch nützlich, wenn man das Folgende benutzt. Dann ist f genau dann in x0 differenzierbar, wenn es eine in x0 stetige Funktion, ich nenne die jetzt mal phi gibt, phi von d nach r gibt, mit f von x minus f von x0, das ist gleich x minus x0 mal phi von x. Und dann, wenn das so ist, dann ist phi von x0, das gibt also, das muss ja für alle x aus d gelten. Und an der Stelle x0 kommt dann die Ableitung raus. Ja. Also, das beweise ich mal. Also die Funktion phi, okay, ich fange mal damit an, von links nach rechts. Also es gibt diese stetige Funktion, ja, und dann ist ja, ja, also es gibt das jetzt, f von x minus f von x0 durch x minus x0. Das ist ja dann nach der Formel, ist das phi von x. Und wenn x gegen x0 konvergiert, dann konvergiert das gegen phi von x0, weil es phi ja stetig ist. Ja, okay? So, ja, das ist die eine Richtung. Die andere Richtung,
Ja, die andere Richtung, da muss ich ja die Stetigkeit von Phi bestimmen. Nee, jetzt weiß ich doch, jetzt muss ich so ein stetiges Phi finden. Also ich muss so ein Phi angeben. Ja, also hier in der Richtung gibt es ja das Phi und es ist stetig und ich muss das zeigen. Das heißt, das Phi ist schon da. Jetzt weiß ich, dass das f in x0 differenzierbar ist und ich muss das Phi machen. So, also muss ich das Phi erklären. Wenn x nicht x0 ist, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit. Dann kann ich ja durch x minus x0 teilen. Unfallfrei. Und das f Phi von x kann ja nur diese Größe sein. So, und wenn x gleich x0 ist, ja, dann schreibe ich da jetzt mal die Ableitung hin. Ja, und jetzt bin ich an dem Fall, wo ich weiß, dass das f in x0 differenzierbar ist. So, jetzt muss ich zeigen, Phi ist stetig, aber das steht ja praktisch da. Der Limes für x gegen x0 von Phi von x, das ist der Limes vom Differenzquotienten. Ja, der ist aber f' von x0. Und das ist ja Phi von x0. Ja, also hier denkt man, völlig trivial, warum macht er das vor? Das ist dann nachher die Basis für die Definition der Differenzierbarkeit im mehrdimensionalen, in der Analysis 2. Da ist es natürlich genauso einfach, aber weil man diese Vorstellung mit dem Differenzenquotienten dann plötzlich nicht mehr brauchen kann, kommt es einem dann schwieriger vor. Ja, also wegen des Hinblicks auf die Analysis 2 habe ich das hier so breit getreten. Ja, an sich ist das ja jetzt, wir haben schon Sachen gemacht, die tiefer waren. Ja? So, dann, wir haben noch ein bisschen, ja. Das heißt, wir können da noch Beispiele rechnen. Also das Kapitel über Differenzierbarkeit, das ist jetzt relativ kurz, weil ich ja die Differenzierbarkeit auf die Konvergenz zurückgeführt habe und die Konvergenz auf die Konvergenz von Folgen. Und über die Konvergenz von Folgen haben wir ja lange gesprochen. Ja, deswegen, das muss ich ja nicht alles nochmal machen. Also deswegen braucht man jetzt hier gar nicht viel zu tun. Dann gibt es natürlich Sätze, die extra zu den differenzierbaren Funktionen gehören, Mittelwertsatz oder sowas, die muss ich dann wieder ordentlich machen. So, wo sind wir denn? Genau, der Satz, wenn f in x0 differenzierbar ist, dann ist f in x0 stetig. Dann ist f in x0 stetig. Beweis, ja, diese Funktion, also f von x, das ist ja, da muss ich jetzt in die Sache reingucken, die ich bei 11.3 gemacht habe, also ich benutze hier 11.3, dann ist das ja f von x0 plus x minus x0 mal phi von x. Ja? Und die rechte Seite, die ist stetig. Ja, weil aus der Differenzierbarkeit von f folgt ja die Stetigkeit von phi und dann steht also auf der rechten Seite eine stetige Funktion. Ja, da musst du nämlich gar nicht rumhampeln. L5. Dann lernen wir mal über den Zusammenhang zwischen, also ja, über den Zusammenhang zwischen rechtsseitiger und linksseitiger Ableitung und der Ableitung überhaupt. Ja, da ist natürlich Funktion f ist genau dann differenzierbar in f ist genau dann diffbar in x0, wenn die rechts- und die linksseitige Ableitung in x0 existieren und gleich sind. Wenn die rechts- und die linksseitige
Ableitung in x0 existieren. Ja, ist klar, dass das nötig ist, aber die müssen natürlich auch gleich sein. Und gleich sind. Ja? Und der Beweis, da gehe ich auch auf das 11.3 zurück, das schreibe ich aber jetzt nur in Kurzform an. Also genau dann, ist das Phi aus 11.3 stetig in x0. Ja? Ja, dann, wenn bei der rechtsseitigen Ableitung, das heißt, diese Funktion Phi, die ist stetig, wenn ich von rechts komme, und die hat den richtigen Grenzwert, wenn ich von rechts komme. Und linksseitig heißt, die Funktion Phi hat den richtigen Grenzwert, wenn ich von links komme. Und wenn die Funktion halt von rechts und von links denselben Grenzwert hat, dann ist sie stetig in dem Punkt. So, gut. Das hilft, wenn man die Stetigkeit von einer Funktion beweisen möchte, die durch Fallunterscheidung gegeben ist. So, jetzt Beispiele von steigendem Komplexitätsgrad. A, f konstant, dann folgt f' ist 0, weil er dann im Zähler vom Bruch immer 0 steht. So, b, das ist jetzt wirklich. F von x, also f ist eine Funktion, sagen wir jetzt von ganz r nach ganz r. F von x ist x. Ja, dann ist natürlich auch klar, die ist differenzierbar. Und die Funktion, die Ableitung, die ist überall 1. Ja? Und das ist natürlich, wenn ich den Differenzquotienten hinschreibe, f von x minus f von x0 durch x minus x0. Das ist ja dann x minus x0 durch x minus x0. Und das ist 1. Und die anderen Polynome, also wir könnten jetzt natürlich auch die anderen, also wir könnten jetzt Quadrate ausrechnen, dann muss man hier die binomische Formel nehmen und dritte, dann muss man da irgendwie die anderen Formeln nehmen und so. Aber wir müssen ja sowieso die Produktregel beweisen, was die Ableitung vom Produkt von zwei Funktionen ist. Und dann mache ich also die Ableitung von x hoch n, mache ich mit der Produktregel. So, aber was tatsächlich nicht klar ist, ist, dass die Ableitung von der Exponentialfunktion die Exponentialfunktion ist. Ja, da könnte man die Reihe gliedweise differenzieren und dann sieht man, da kommt ja dieselbe Reihe raus. Das aber, das beweist es schon, aber nur dann, wenn man wüsste, dass man die Reihe gliedweise differenzieren darf. Ja? Und das darf, weiß man natürlich nicht, weil der Übergang zum Grenzwert der Übergang zum Differenzenquotienten, der Übergang vom Differenzenquotienten zum Differentialquotienten, also von x gegen x0, ist ein Grenzwert. Und diese Reihe ist auch ein Grenzwert. Und dass ich die beiden Grenzwerte vertauschen kann, das ist nicht klar. Das ist ein Satz und den haben wir halt noch nicht. Bei der Exponentialfunktion geht das. Aber das wissen wir halt noch nicht. Aber das können wir mit mäßigem Aufwand zu Fuß schaffen. Also viel einfacher, als wenn wir jetzt wirklich die zeigen würden, dass die Reihe gliedweise differenzierbar ist. Also ich zeige zuerst mal, dass die Ableitung der Exponentialfunktion in der 0 die 1 ist. Und dann benutze ich die Funktionalgleichung. Ja? So, ich weiß aus 8,9, da habe ich ja die Restgliedabschätzung der Exponentialfunktion gemacht. Da habe ich gesagt, wenn ich die Exponentialfunktion von der Exponentialfunktion die nte Partialsumme abziehe, dann kriege ich eine Abschätzung, irgendeine Konstante, die da auch stand, wie die aussieht.
mal x hoch n plus 1. Und das mache ich jetzt hier für die erste Partialsumme. Also x von h minus, so die erste Partial, das nullte Glied der Partialsumme ist ja 1. Und das erste ist h hoch 1 durch 1 Fakultät, also h. Und dann hatte ich da eine Abschätzung. Da müssen Sie die Koeffizienten nachgucken. Das ist hier vorne eine 2, ist auch egal, was da wirklich steht. Wichtig ist, dass hier eben schon die nächste Potenz steht. H Quadrat und der Vorfaktor war hier ein halb. Für, und dann galt das auch nicht für alle H. Das galt hier für H kleiner gleich 3 halbe, so wie ich das damals gemacht habe. Es ist ja auch egal, was hier steht. Hier muss halt irgendeine Menge, irgendwas stehen, wo die 0 drin ist, damit ich H gegen 0 gehen lassen kann. So, ja, also das ist die Abschätzung, die ich da gemacht habe. Das hier ist halt eben die Summe H-Fakultät, Quatsch, H hoch N, ja, das können Sie jetzt gar nicht lesen, ja? Also das ist die Summe H hoch N durch N, H hoch J durch J-Fakultät, J gleich 0 bis 1, N ist jetzt 1, ja. Die steht hier und die vergleiche ich mit der Exponentialfunktion und dann muss ich hier die 1 ein weiterzählen und dann steht da eben hier ein h² und irgendein Vorfaktor, den ich jetzt, ja, den muss man nachschlagen, der ist natürlich egal, ja, weil im Prinzip geht es ja hier auch nur darum, ob überhaupt irgendwas konvergiert. So, ja, und wenn ich das habe, dann kann ich ja sofort den Differenzquotienten hinschreiben und abschätzen. So, da muss man jetzt kurz, so, was muss ich da hinschreiben? Also ich brauche ja e hoch h minus e hoch 0 durch h minus 0 minus, und ich behaupte ja, da kommt 1 raus. Und da muss ich zeigen, das geht gegen 0. Ja, das heißt, ich nehme den Betrag her, dann bringe ich das mal auf den, das h kann ich rausziehen. 1 durch h-Betrag und dann steht hier x von h, ja, indem ich das hier, das ist das hier, minus x von 0 und hier habe ich aber ein h rausgezogen, was da gar nicht steht. Deswegen habe ich hier das h wieder stehen. Ja? Also ich habe ja hier ein h rausgezogen, hier war aber keins. Deswegen muss ich hier erst mit h erweitern und dann bin ich halt bei dieser Formel und das ist ja genau die, die da oben steht. Also vorne steht noch ein 1 durch h-Betrag. Und hinten steht ein 2h² halbe. Und wenn ich das alles kürze, dann steht da einfach h-Betrag. Ja, und das geht gegen 0. So, ja, also das heißt hier, und auf der anderen Weise ist das natürlich positiv. Und das heißt, ich habe gezeigt, dass diese Differenz gegen 0 geht. Gut, dann habe ich also die Exponentialfunktion in 0 abgeleitet und im allgemeinen Fall, also jetzt x beliebig, x0 beliebig, ja, dann mache ich das eben x von x minus x von x0 durch x minus x0, da ziehe ich das x von x0 raus. Das x minus x0, das bleibt ja stehen. Und hier oben, ja, da hinten steht eine 1, das ist klar. Und hier vorne steht halt x von x geteilt durch x von x0. Und dann benutze ich aber die Funktionalgleichung und schreibe das als x von x minus x0. Ja, und dann ist das ein h. Und das heißt, wenn jetzt x gegen x0 geht, dann geht das wieder gegen 1. Aber ich darf natürlich den Term hier vorne nicht vergessen. Dann geht das also gegen x von x0 mal 1, also gegen x von x0. Ja? Also da habe ich es mir jetzt leicht gemacht. Ich habe die Funktionalgleichung benutzt und musste nur noch in für h gleich 0 ableiten. Und das ist aber einfach,
weil ich halt hier so eine Abschätzung schon hatte. Die habe ich ja schon früher mal vorbereitet. So, mal gucken, wir haben noch was Zeit. Wir wollen auch noch den Cosinus ableiten. Das wird jetzt immer schwieriger. Cosinusstrich ist der Sinus. Sinusstrich gleich. Falsch, gell? Genau. Hoffentlich haben die Studenten das. Haben zwei oder drei der Studenten das auch gemerkt. Okay, aber ich war ja auch ganz schnell. So, Beweis. Also, auch der Cosinus hat ja ein Additionstheorem, das kann ich auch gleich benutzen. Also, ich zeige mal zuerst. Cosinus Strich von 0 ist 0. Und da muss ich aber auch noch, in dem Additionstheorem vom Cosinus kommt ja auch der Sinus vor. Deswegen brauche ich auch die Ableitung vom Sinus in der 0. Sie sehen später, dass das so ist, aber es ist schon klar, dass die funktionalgleichen Exponentialfunktionen, da kommen nur Exponentialfunktionen drin vor. Deswegen bin ich damit ausgekommen. Aber das Äquivalent dazu ist ja, das sind ja die beiden Additionstheoremen für den Cosinus und den Sinus. Aber in dem Additionstheorem kommt immer die andere Funktion auch mit vor. Deswegen muss ich für die andere Funktion auch was vorbereiten. Und die Ableitung des Sinus in der 0 ist 1. So, das muss ich also jetzt beides sagen. So, also ich verwende diese Abschätzung für die Restglieder. Das habe ich eben auch schon mal gemacht, da hatte ich die Nummer nicht gefunden. Also nicht im Skript stehen, aber das ist die Nummer 1013. Da kommt nämlich raus, h weniger h hoch 3 Sechstel, das ist das, was ich eben hatte. Das ist kleiner gleich Sinus von h. Das ist kleiner gleich h weniger h hoch 3 Sechstel plus h hoch 5 Hundertzwanzigstel. Und das gilt, wenn h kleiner als Wurzel 12 ist. Also ist wieder egal, das muss halt für irgendwelche kleinen h's gelten. So, ja, das ist die Abschätzung. Und da kann ich dann ja wieder beim Sinus, beim Cosinus ist es, glaube ich, gleich ganz einfach, aber beim Sinus benutze ich dann das wieder so. Und man sieht ja schon, das h, das muss ich dann abziehen und dann sieht man, dass das hinhaut. So, dann. Ja, dann mache ich erstmal die Ableitung vom Sinus. Ja, das habe ich jetzt ja vorbereitet. So, also, wir leiten erstmal den Sinus ab. Wie gesagt, wieder nur in 0. Also Sinus von h, minus durch h. Und ich behaupte, da kommt 1 raus, also minus 1. Ich glaube, das war schon. Ja, also mit dem Betrag. Also ich will zeigen, ich mache hier mal zu zeigen hin. Ich muss das zeigen, dass das gegen 0 geht. Das geht aber natürlich mit dem Betrag nicht so einfach, weil ich ja hier auf der anderen Tafel, da hatte ich ja eine obere und eine untere Abschätzung und die war verschieden. Also aus dem, was ich gerade bekommen habe, kriege ich raus Sinus von h minus h. Ja, also das ist ja 0 hier. Der Sinus von 0 ist 0, also steht hier im Prinzip Sinus von h minus h. Muss ich betrachten. Und das ist größer, also und davon 1 durch h. Ja, mache ich erstmal so. Das ist größer gleich minus h Quadrat Sechstel und das ist kleiner gleich minus h Quadrat Sechstel plus h hoch. 4, was war das? Ne, doch, h hoch 3 Sechstel natürlich. Und hier auch.
Und dann ist eben hier nicht Jahrhoch 4, sondern Jahrhoch 5. So, das ist die Formel, die ich da eben hatte. So, also wenn erster Fall, jetzt muss ich durch h teilen, ja, aber h hat ja ein Vorzeichen. Also erster Fall, h ist größer als 0, dann kommt also raus Sinus h durch h minus 1 ist kleiner gleich minus h hoch 2, hier ist jetzt die 2, Sechstel plus h hoch 420stel. Und das geht ja gegen 0, für h gegen 0. Und größer gleich minus h Quadrat Sechstel. Und das geht auch gegen 0. Ja, also folgt aus dem Sandwich-Satz, dass das hier in der Mitte gegen 0 geht. Und wenn h kleiner gleich 0 ist, dann steht natürlich das Gleiche da. Nur die Vorzeichen drehen sich rum. Ja, weil ich jetzt ja durch h teile, dreht sich das Vorzeichen rum. Also habe ich minus h Quadrat Sechstel ist größer gleich Sinus h durch h minus 1 und größer gleich minus h Quadrat Sechstel plus h hoch 4 120stel. Das ändert aber nichts dran, dass es die obere und die untere Grenze beide gegen 0 gehen. Ja, nur die Formel sieht halt anders aus. Ja, also haben wir gezeigt, die Ableitung vom Sinus in der 0 ist 0. Müssen wir für den Cosinus jetzt auch noch machen, weil das sieht. Also das war ja nur, diesen Teil habe ich ja nur gemacht, weil ich gesagt habe, den brauche ich als Zwischenbehauptung. Was ich wirklich ableiten will, ist der Cosinus. Auch das mache ich erstmal nur in 0. Mal gucken, was 10,13 da gesagt hat. Also 10,13 sagt für den Cosinus, da hat er das gesagt, der Cosinus von h, nach rechts kommt auch noch was, der ist kleiner gleich 1 minus h Quadrat Viertel plus h hoch 4,24stel und größer gleich 1 minus h Quadrat, hier ist ein halbes, gell? Halbes, h Quadrat, halbe. Ja, genau, das ist ja jedes Mal die Fakultät. Ja? 2 Fakultät ist 2, 4 Fakultät ist 24. Ja? Und dann kriege ich eben raus, der Cosinus von h minus, ja, jetzt muss ich ja ausrechnen, Cosinus von h minus Cosinus von 0 durch h. Und die Ableitung, die ich aber hier verlange, die ich hier erwarte, ist ja 0. Also, ja, also im Prinzip muss ich ja eine 0 abziehen, weil ich behaupte ja, dass die Ableitung des Cosinus in 0 die 0 ist. So, also kriege ich hier größer gleich, also das ist ja 1 hier. Ja, das ist gleich Cosinus von h minus 1 durch h. Und das ist dann größer gleich, da ziehe ich jetzt die 1 ab, dann habe ich da minus h Quadrat halbe. Und kleiner gleich minus h Quadrat halbe plus h hoch. Ne, ich habe ja durch h geteilt, ist also nur noch ein h da. H hoch 3, 24stel, falls h größer als 0 ist. Ja? Also ich will ja diesen, das hier ist der Differenzquotient, da ziehe ich halt diese 1 hier ab, also Cosinus von 0 ist ja 1, die ziehe ich ab, dann habe ich diese 1 hier in der Mitte, die ist jetzt hier weg, dann teile ich durch h und dann bleibt das im h Quadrat, minus h Quadrat halbe, minus h halbe und hier drüben mit minus h halbe plus h Quadrat h hoch 3, 24stel, aber das ungleiche Zeichen, das ist ein kleiner gleich, wenn das h größer als 0 ist und größer gleich, wenn das h kleiner als 0 ist. Ja, aber deswegen habe ich wieder die gleiche Fallunterscheidung wie oben. Jedenfalls geht das hier gegen 0 und das hier geht auch gegen 0 und h kleiner 0 genauso. Das habe ich eben einmal vorgemacht.
Also jetzt habe ich gezeigt, die Ableitung vom Sinus in der 0 ist die 1 und die Ableitung vom Cosinus in der 0 ist 0. Und das setze ich jetzt zusammen mit dem Additionstheorem und zeige aber nur noch, dass die Ableitung vom Cosinus gleich minus Sinus ist. Also, dann habe ich hier Cosinus. Ich schreibe jetzt nicht mal x und x0, sondern ich schreibe x0 plus h minus Cosinus von x0. Also x ist gleich x0 plus h. Und dann habe ich also x minus x0 ist dann also h. So, das h kann man ausklammern. Dann brauche ich das Additionstheorem. Und da kommt dann raus Cosinus mal Cosinus, also Cosinus x0 mal Cosinus h minus Sinus mal Sinus, also Sinus x0 mal Sinus h. Das ist das Additionstheorem. Dann ziehe ich diese h's rein, ja, dass ich immer dann den Term hier Cosinus h durch h und den Term Sinus h durch h habe. Das ist also Cosinus x0 mal, ups, Cosinus h durch h minus Sinus x0 mal Sinus h durch h. Ja, und deswegen habe ich die Zwischenüberlegung gemacht. Ja? Cosinus h durch h, das konvergiert gegen die Ableitung des Cosinus an der Stelle 0 und die war aber 0. Und Sinus h durch h, das konvergiert gegen die Ableitung des Sinus an der Stelle 0 und die war aber 1. Also 1. Ja, also geht das für h gegen 0 gegen minus Sinus x0. Okay, so, dann habe ich das, glaube ich, ja, soweit wollte ich heute kommen. Und dann die Ableitung des Sinus, dass das der Cosinus ist, das mache ich dann schon mit der Kettenregel. Gut, das heißt, nächstes Mal muss ich die Kettenregel beweisen, die Produktregel. Und ja, und dann vielleicht noch ein paar Beispiele und dann haben wir den abstrakten Teil der Differenzierbarkeit schon durch und das nächste Thema, was dann kommt, ist der Mittelwertsatz, der ist natürlich dann wieder, da muss man dann wirklich was beweisen. So, sind noch Fragen aufgetaucht? Das wird ja gerade beschrieben, aber eine Frage, die vorher gekommen war, war bezüglich der Landau-Symbole. Ja. Und zwar, wenn jetzt eben das eine nicht gilt, ob dann automatisch daraus das andere folgt. Ich hatte dann nein. Genau, ja. Deswegen, also, da ja. Hätte ich als Beispiel dann, wenn man f zum Beispiel exponentiell wachsen, hat man das andere Polynomial. Das wäre ja schon das Beispiel. Ja, und es gibt ja auch Funktionen, die eine Funktion, die macht so und die andere, die schwingt auch, aber die schwingen halt nicht im Takt und dann ist die eine mal größer und die andere mal größer und wenn die Amplitude dann explodiert, dann kriegen Sie weder das eine Ohren von dem anderen noch das andere vom einen. Ja, also da ist ein riesiger Spielraum an Wachstum. Das muss ja nicht nur ein x hoch n sein, das kann ja auch ein x hoch n mal ein Logarithmus oder ein x hoch n mal ein Doppellogarithmus oder sowas oder e hoch Wurzel x, das ist ein riesiges Feld. Ja, und da, die sind nicht alle untereinander vergleichbar. Heute nicht, nein. Bei der vorletzten Zeile, wo das minus Cosinus von x0 hin ist, bei der vorletzten Zeile? Hier? Da steht kein Minus, hier steht Cosinus von x0. Das ist einfach das Additionstheorem für den Cosinus, was ich hier benutzt habe. Ja? Hier ist ja eine Addition. Achso, das Cosinus von x0. That's a good one. Ja, stimmt. Ja, richtig. Da war ich nämlich hier sehr gut. Okay, 3 Extrapunkte für diese Person, die das gefunden hat. Die Rechnung ist ja falsch. Ja? Hier fehlt ja was. Also hier steht minus Sinus x0. So, aber dieser Limes, der existiert ja gar nicht. Ja? Das ist ja gar nicht die Ableitung. Denn der Cosinus von 0, der ist ja 1.
Ja, und deswegen ist hier eine 1. Und dann ist der Cosinus von x0, der hier oben steht, der wird hier zu dieser 1, weil ich ja hier noch einen Cosinus davor habe. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Genau, da bin ich dann aus der Kurve geflogen, weil ich dachte, ich will das alles noch schaffen. Ja? Also, genau, deswegen ist hier noch dieser Term. Und dann ist, das ist nämlich der Differenzenquotient vom Cosinus. Und was da eben gestanden hat, der Grenzwert, der existiert ja gar nicht, weil der Cosinus von h für h gegen 0, der geht ja gegen 1 und h geht gegen 0. Also da, der Grenzwert, der da eben stand, der existiert nicht und dieser existiert jetzt wirklich. Gut. Gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ich stelle mich mal wieder hin, dass ich freundlich lächeln kann. Also ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und am Dienstag geht es dann weiter. Ich habe ja schon angekündigt, was ich dann mache. Okay.